Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, erster Gast bei Kellner live, heute Innenminister Kickl. Ein Stresstag heute, vom Ministerrat bis zu zahlreichen Einsätzen. Deshalb sind wir bei ihm im Büro, nicht im Studio. Danke, Herr Minister, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie sind heute ja sehr engagiert an die Öffentlichkeit gegangen, mit der Aussage, es muss jetzt endlich was passieren beim Asylrecht und Sie brauchen eine Reihe von Gesetzesinitiativen, um das jetzt endlich in den Griff kriegen zu können. Zunächst einmal freut mich, dass wir mal da die Gelegenheit haben, miteinander zu plaudern. Herzlich willkommen im Innenministerium. Zum Zweiten, ja, wir haben heute schon einiges auf unserer Agenda gehabt. Zum einen freue ich mich sehr darüber, dass jetzt diese ganze Taskforce zur Verschärfung des Strafrechts, dass das Gestalt annimmt. Da ist sehr viel Vorbereitungsarbeit drinnen. Von Ihrer Staatssekretärin? Ja, genau. Also ich muss sagen, federführend im Innenressort ausgearbeitet worden. Und der entscheidende Aspekt, und auf das habe ich auch heute hingewiesen, ist, dass wir wieder ein bisschen mehr diese Komponente verstärken müssen, dass Recht und Gerechtigkeit nicht voneinander entkoppelt sind. Und deswegen bin ich ein großer Anhänger auch dieser Verschärfungen. Aber wenn es natürlich Experten gibt, die manchmal immer dieses Heu in der Suppe suchen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass die Leute das nachempfinden können, was von Gerichten dann auch an Urteilen kommt und dass es eine Verhältnismäßigkeit, ein Maß gibt. Also eine schwere Straftat wie eine Vergewaltigung, die verdient dann eben auch eine schwere Strafe. Und das ist etwas, wo wir jetzt alte Missstände, sage ich mal, gerade rücken. Und ich habe die Gelegenheit auch benutzt, um zu sagen, das kann nicht alles gewesen sein. Wir brauchen auch Verschärfungen im Asylbereich, zum Beispiel Straftatbestände, wenn es um diese sehr, sehr weit verbreitete Alterslüge geht. Das ist ja ein Phänomen, mit dem wir uns dauernd herumschlagen müssen. Oder wenn es etwa um die Erschleichung eines Schutztitels geht. Also das kann aus meiner Sicht nicht als Kavalierdelikt abgetan werden, sondern da muss man mit dem Strafrecht hineingehen. Falsche Aussagen gegenüber der Behörde, nicht? Sind derzeit ein Kavaliersdelikt. Ja, das ist also etwas. Man sagt, man ist 18 und man ist in Wahrheit 27. Ja, das ist so ein bisschen fast eine sportliche Herausforderung und ich glaube, dass diese Leute auch teilweise in diese Richtung beraten werden, hier falsche Angaben zu machen. Das ist aber kein Kavaliersdelikt, das hält uns alle auf. Das kostet unglaublich viel Geld, ja, und unterm Strich kriegt dann jemand unter völlig falschen Voraussetzungen dann auch vielleicht noch einen Schutz zugesprochen. Das kann so nicht sein. Das habe ich also auch benutzt, um das anzubringen. Und was mir auch ganz wichtig ist, weil da dürfen wir auch nicht zufrieden sein mit dem, was wir bisher erreicht haben, ich will auch einen besseren Schutz der Polizistinnen und Polizisten haben, die in schwere Einsätze hineingehen, die immer öfter Ziel von Aggressionen sind, wo es Körperverletzungen gibt, wo es Messerattacken gibt und da muss ein Erschwernisgrund her für diejenigen, die sich da an unseren Polizistinnen und Polizisten vergreifen. Die müssen viel mehr Schmalz bekommen, als sie jetzt haben. Herr Minister, jetzt ist diese Initiative von Ihnen ja in eine Zeit gefallen, wo es sehr viel Aufregung gibt in der Bevölkerung, auch sehr viel Sorge, auch sehr viel Angst um die Sicherheit. 11 Morde in 43 Tagen, das war noch nie da. Was sagen denn Sie als Innenminister dazu? Sie haben ja schon vor den 11 Morden bei Kellner live gesagt, mir reicht's. Ja, man muss ein bisschen genauer hinschauen, nicht, was das für 11 Morde sind. Und wenn man da genauer hinschaut, und ich habe ja auch diesen Auftrag ins Haus hineingegeben, das auch über einen längeren Zeitraum zu machen, so fallen schon ein paar Dinge auf. Nicht? Zum einen, es sind hauptsächlich Beziehungsdaten. Das heißt also, dass das Opfer und der Täter in einem Naheverhältnis zueinander stehen. Und auch wenn manche Linken das nicht gerne hören, es sind halt sehr, sehr viele Leute darin involviert, die keine Österreicher sind, die aus anderen Ländern kommen, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Und jetzt suchen wir im Haus mit einer Screening-Gruppe noch nach anderen Dingen, die wir als Gemeinsamkeiten bei diesen Mordfällen feststellen können, weil es wichtig ist, eine profunde Analyse zu haben, um dann zu sehen, wo setzt man an. Aber das weiß ich jetzt schon, dass wir wahrscheinlich im Bereich der gesamten Integration wohl etwas restriktiver vorgehen werden müssen. Also wir haben es mit Leuten zu tun, die aus Kulturkreisen kommen, wo eine andere Konfliktlösungsmentalität herrscht, ja. Wo man offenbar nicht auf die rechtsstaatlichen Institutionen vertraut, wo man nicht zur Polizei oder zum Gericht geht, wenn man irgendeinen Konflikt gelöst haben will, sondern wo man dann sehr, sehr schnell handgreiflich wird oder in noch anderen Fällen dann eben zum Messer greift und Ähnliches. Und das ist eine unerfreuliche Entwicklung. Ich glaube, wir werden hier auch im Bereich der Integration schärfere Maßnahmen setzen müssen. Also nur ein Zettel Papier unterschreiben und vielleicht ein paar Deutschvokabeln lernen, das wird wohl zu wenig sein. Jetzt haben wir zwei große Trends bei diesen Fällen. Das eine ist, es sind immer stärker Asylwerber involviert. Jüngster Fall, der Fall dieses Türken,
der da mit einer ganzen Latte Vorstrafenregister einen Amtsleiter in Dornbirn erstochen hat, was Ihnen ja besonders nahe gegangen ist, dieser Fall, und was ja teilweise auch das unterstreicht, was Sie seit geraumer Zeit sagen, wir brauchen da andere gesetzliche Regelungen, weil der ist ja der Behörde, insbesondere Ihnen, auf der Nase herumspaziert. Ja, das ist, bestätigt ja genau das, was ich auch vor vielen Wochen schon gesagt habe. Dass ich gesagt habe, wir haben teilweise ein System mit internationalen Regeln auf europäischer Ebene, mit internationalen Verträgen, das dazu führt, dass wir über die Errungenschaften unseres eigenen Rechtssystems zu stolpern beginnen, indem das ausgenutzt wird. Und einer der Problembereiche, mit dem wir da konfrontiert sind, ist, dass das Wort Asyl de facto alles andere außer Kraft setzt. Und ich denke mal, so kann das nicht weitergehen. Und deswegen habe ich meinen Experten im Haus gesagt, ich brauche zwei Lösungen. Das eine ist, für Leute, die straffällig sind, die etwas am Kerbholz haben, die nach Österreich kommen und einen Asylantrag stellen, was mache ich mit denen? Und was mache ich mit denen, die den Schutzstatus schon haben, weil sie angeblich irgendwo verfolgt sind und in Österreich eben den Schutz der Gesellschaft haben wollen und die dann straffällig werden? Und an beiden Bereichen wird intensiv gearbeitet, weil ich weiß, dass die Bevölkerung hier auch eine extreme Erwartungshaltung hat und die habe ich auch. Ich will mich nicht damit abfinden, dass man das einfach hinnehmen muss. Das ist aus meiner Sicht der falsche Zugang für die Politik. Jetzt gibt es ja im Fall des Türken die Frage, warum ist der nicht abgeschoben worden? Der war straffällig, der hat wirkliche Schmähs erzählt und trotzdem durfte er bei dem Amtsleiter ein- und ausgehen. Ja, weil zunächst einmal das Aussprechen des Wortes Asyl, allein dieser Begriff quasi ein Aufenthaltsverbot quasi aushebelt. Das ist die erste Komponente. Und zum Zweiten, wenn Sie jemanden in Schubhaft nehmen wollen, dann setzt die Schubhaft voraus, dass unmittelbar eine Außerlandesbringung bevorsteht. Diese Rückführung wäre aber in die Türkei nicht möglich gewesen, weil wir dort wieder internationale Regeln haben, die dafür sorgen, dass man diesen besagten Herrn, der sich jetzt halt als Mörder herausgestellt hat, dann nicht einer ungerechten Behandlung in der Türkei aussetzen kann. Weil er eben eine Kurden Weil er nach seinen hatte. Angaben hier im Zuge von kriegerischen Handlungen dort auch, ich glaube, Beamte der Türkei getötet haben soll. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber das sind zumindest seine Angaben. Nur letzten Endes schützt ihn das dann davor, dass er in die Türkei zurückgeführt wird, weil er ja dort möglicherweise einer erniedrigenden und menschenunwürdigen Behandlung ausgesetzt wird. Und da sieht man, mit welcher komplexen Problematik man es zu tun hat. Und ich freue mich jetzt, wenn viele sagen, ja, wir müssen hier schärfer hineingehen, aber ich bin dann neugierig, ob sie mit mir auch weitergehen werden, wenn es darum geht, sich auf europäischer Ebene wirklich anzulegen. Genau. Und nicht nur A sagen, sondern dann auch B und C. Da meinen Sie jetzt, nehme ich an, unter anderem den Herrn Karas, weil in Wahrheit muss natürlich da das EU-Recht geändert werden und wahrscheinlich muss die ganze Flüchtlingskonvention, wie Sie ja schon vor ein paar Monaten angesprochen haben, auch geändert werden, weil sonst wird es nicht gehen. Ich denke, bei manchen Bereichen würde es genügen, im EU-Sekundärrecht nachzuschärfen, beispielsweise wenn es um die Aberkennung eines Aufenthaltstitels geht, wo wir ja jetzt die Situation haben, dass es eine besonders schwere Straftat braucht. Wenn wir dort drinnen definieren würden, was alles eine Straftat ist, wo es zu einer Aberkennung kommt, ja, dann würden wir den Ermessensspielraum sozusagen der Gerichtsbarkeit etwas einengen, dann würden wir hier Leitlinien vorgeben. Und das ist, glaube ich, ein richtiger Weg. Darum bemühe ich mich auch auf internationaler Ebene. Und zum Herrn Karas bitte, das ist auch einer davon, die Sie jetzt auch schon immer gewusst haben. Da muss man nur mal schauen, was die Überlegungen insbesondere des EU-Parlaments sind. Da wird es einem ja ganz anders, wenn man sich das teilweise anschaut, was da an Regelungen daherkommt. Da ist ja noch gut, dass die Staats- und Regierungschefs und in meinem Fall die Innenminister hier eine konsequente Linie auch vornehmen. Wenn es nach den Vorstellungen des EU-Parlaments geben wird, dann wäre das ein Paradies für alle, die es nicht gut mit uns meinen. Ich darf zwei Schlussfragen stellen, genau zu diesen zwei Punkten, die Sie angesprochen haben. Erstens Abschiebung, also was passiert, wenn jemand abgeschoben werden muss. Wie sehr sind die Abschiebungen gestiegen? Und warum kann derzeit nicht rigoroser abgeschoben werden, so wie Sie es ja gerne tun würden? Naja, beim Abschieben habe ich sozusagen habe ich zwei Probleme. Ich brauche zum einen einen Staat, der diese Person zurücknimmt. Das hat mit Rückführungsabkommen zu tun, aber nicht nur, denn auch dort, wo es Rückführungsabkommen gibt, heißt das noch lange nicht, dass derjenige Staat dann diese Person auch als Bürger dieses Landes akzeptiert. Das heißt, das ist jedes Mal im Einzelfall eine ziemliche Prozedur, dann habe ich eine Möglichkeit, jemanden zurückzuführen, nur über einen sehr, sehr engen Zeitraum.
Und wenn es jetzt dem Abzuschiebenden gelingt, das über ein paar Stunden wieder zu verzögern, beginnt diese ganze Prozedur wieder von vorne. Also es ist eine schwierige Angelegenheit. Da stellen Sie ja zwei Fragen. Braucht man nicht Transitzentren, wo die sozusagen zwischeninhaftiert werden? Oder brauchen wir nicht sogar, wie jetzt einige sagen, die Dänen haben das bereits mit so einer Alcatraz-Insel, der Stadler fordert das für Österreich, eine Insel irgendwo im Mittelmeer, Kroatien oder was, wo man die abschieben kann, die man nicht abschieben kann? Ja, das ist eine Möglichkeit, wo wir sehr intensiv daran arbeiten, das ist die Rückführung in ein anderes Drittland, das nicht das Herkunftsland ist und das nicht ein Transitstaat ist. Ja, da sind wir dran. Insel haben wir leider keine, und wenn mir der Herr Stadler jemanden zeigt, der eine solche Insel hergibt von seinem Territorium, dann soll er den bitte bei mir vorstellig machen, dann würde ich darüber sprechen. Allerdings so einfach ist es nicht. Die Dänen sind geografisch in einer glücklichen Situation. Ein Transitzentrum machen, wo die Abschiebefälle hinkommen. Ja, ich glaube, dass wir in diese Richtung gehen müssen. Es muss einen Unterschied machen, ob jemand einen negativen Asylbescheid rechtskräftig hat oder einen positiven. Die Tatsache, dass wir dann kein Land haben, das ihn annimmt oder sein Herkunftsland, fühlt sich dann nicht mehr zuständig, darf nicht dazu führen, dass der dann gleich bei uns herumrennt wie derjenige, der einen positiven Asylbescheid hat. Und das Zweite ist, noch bei denjenigen... Noch dazu, wenn er, so wie der Wiener Neustädter Fall, auch Vorstrafen hat. Naja, also wenn es dann darum geht, dass jemand straffällig ist und wir dann seinen Status aberkennen, dann habe ich das gleiche Problem, dann muss ich den aus meiner Sicht irgendwo örtlich binden können. Aber ich glaube, da wird es dann schon spannend, ob also diejenigen, die jetzt A sagen, dann auch B und C sagen. Haben aber dafür keine Gesetzesgrundlage, versteht das? Ja, nicht? Das ist schwierig, weil das natürlich in diverse internationale Regelungen, aber natürlich auch in österreichisches Verfassungsrecht eingreift. Und jetzt sind meine Experten auf der Suche, wie man solche Regelungen rechtlich umsetzen kann, welche Möglichkeiten wir hier haben, damit wir uns nicht, wie Sie es vorher gesagt haben, auf der Nase herumtanzen. Also Sie würden sich ein Transitzentrum wünschen? Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich wünsche mir ein breiteres Repertoire. Nicht? Die erste Möglichkeit ist, verstärkte Möglichkeiten, die Leute zurückzuführen. Das kann ja nicht sein, gerade dass die Europäische Union mit all der Wirtschaftsmacht, die man dort hat, mit all dem Geld, das dort vorhanden ist, nicht in der Lage ist, einzelne Länder in ihrer Peripherie dazu zu bringen, diese Leute zurückzunehmen. Ich glaube, da passiert viel zu wenig. Das bisschen Visa-Hebel ist schön und gut, aber das ist viel zu wenig. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir es schaffen, andere Drittstaaten dafür zu gewinnen, dass wir die Personen dann dorthin bringen. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn alles das nichts nutzt, dass man dann quasi dieses dänische Modell anwendet auf unsere geografischen Gegebenheiten, nennen wir es einmal so. Schlussfrage, nämlich am Anfang dessen, was Sie gesagt haben, Sie wollen ja nicht nur die Abschieberegelung ändern und sozusagen effektiver machen, sondern auch die Art und Weise, wie die Leute reinkommen. Da ist ja von Ihrer Seite sowas wie eine Bundesbetreuungsagentur geplant, ne? Das hätten Sie gern. Das Ganze, kommt aber noch nicht. Das Ganze hat zwei Seiten. Nicht? Wir müssen schauen, wie wir mit denjenigen umgehen, die wir schon im Land haben. Dann müssen wir schauen, wie können wir dieses Verfahren so effizient und restriktiv wie möglich machen. Deshalb auch diese Bundesbetreuungsagentur, wo wir sagen, vom Ansuchen, vom ersten Ansuchen bis hin zur letzten Entscheidung auch in der Instanz muss das eigentlich alles in einem One-Stop-Shop-Prinzip erfolgen können. Das ist mein großes Ziel. Dann geht es sehr, sehr effizient. Und dann kommt eine dritte Komponente dazu, die immer vergessen wird. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht permanent neue Leute aus aller Welt hier hereinbekommen, die zig sichere Drittstaaten durchquert haben und dann ausgerechnet in Österreich einen Asylantrag stellen. Und ich wünsche mir hier auf europäischer Ebene, und darum bemühe ich mich auch, ein völliges Umdenken, dass man sagt, wer einen sicheren Drittstaat durchquert hat, der hat in diesem sicheren Drittstaat den Asylantrag zu stellen und nicht auf Ebene der Europäischen Union. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was man da als Innenminister oder als Staats- und Regierungschef eines EU-Landes dagegen haben kann. Weil das ist die Umsetzung dessen, worüber man schon lange redet, dass wir die Probleme möglichst nahe an der Krisenregion halten. Ja? Und wenn wir damit die Quantität, die Zahl derer, die zu uns kommen, deutlich reduzieren, dann werden wir viele andere negative Begleiterscheinungen haben. Also der Türkei kommt, muss bereits in der Türkei bleiben und nicht in einem EU-Staat. Also ich sehe jetzt nicht, die Europäische Union verhandelt immer noch mit der Türkei über einen Beitritt. Also es scheint nicht so zu sein, dass man dort nicht sicher ist in einzelnen Bereichen. Und so muss man das beurteilen im Umfeld der Europäischen Union. Letzte Frage, Herr Minister. Sie sind seit gestern mit ein bisschen einem skurrilen Thema konfrontiert. Es gibt zu wenig Flüchtlinge im Land. Ja? Das ist offenbar so zurückgegangen im letzten Jahr, ich glaube auf 7.000, dass plötzlich alle Flüchtlingsquartiere leer stehen.
und sie jetzt sozusagen dafür verantwortlich gemacht werden, dass der Staat 45.000 Euro für den Semmering zahlt und 30.000 Euro für Kärnten und weiß ich 25.000 Euro für die Steiermark. Ich nehme an, Sie toben innerlich, weil Sie damit ja absolut nichts zu tun haben, sondern das geerbt haben, all diese Flüchtlingsquartiere. Wer ist denn auf die Schnapsidee gekommen, da Verträge bis ins Jahr 2029 abzuschließen? Lassen Sie mich es einmal so formulieren, das ist nicht das einzige Kuckucksei, das ich da in meinem Nest gefunden habe. Da hat sich seit 2015 einiges zusammengebraut, möchte ich sagen. Und das waren halt meine Vorgänger, die möglicherweise unter einem zeitlichen Entscheidungsdruck ja solche Verträge dann auch abgeschlossen haben, wo wir jetzt auf einer Altlast sitzen, wo ich sage, das ist rausgeschmissenes Geld. Also ich bemühe mich darum, zum einen aus diesen Verträgen vorzeitig herauszukommen. Ich bemühe mich auch darum, irgendwelche anderen Nutzungsmöglichkeiten zu überprüfen, aber das ist keine einfache Angelegenheit. Ich verstehe es, dass die Leute das nicht ganz nachvollziehen können. Ich kann nur sagen, solche Verträge würde ich nicht abschließen. Weil sie so langfristig sind, ne? Ja, und weil wir es also nicht mehr brauchen. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was man sich damals unter anderem gedacht hat im Jahr 2015, wie lange die Flüchtlingskrise noch weitergehen soll, dass ich bis 2029 einen solchen Vertrag abschließe. Aber wie gesagt, hinten nach wissen es alle besser. Ich kann nur sagen, ich mache. Natürlich ärgert es mich, weil ich für diesen Euro und für diese tausenden Euros, die das in Summe ausmachen, de facto nichts habe, außer ein leerstehendes Haus. Ja. Herr Minister, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir gehen in eine Werbepause, dann zurück ins Studio. Dort wartet schon der Richard Lugner mit seinem Opernballgast.